Hallo Leute, mein Name ist Totsesti und ich heiße euch herzlich willkommen zur 12. Folge meines Wildwasserführers durch Griechenland. Dies ist vorläufig die letzte Folge, aber dafür ein Highlight, der Acheron. Meiner Meinung nach einer der besten Bäche Griechenlands. Günstig in der Nähe von Igoumenitsa gelegen, ist er eine Option für den letzten Paddeltag. Der Einstieg ist an der Brücke nach Seriziana und der Ausstieg im Dorf Gliki. Die Anfahrt erfolgt am besten von Süden entlang der Küste. Beim Einstieg gibt es nette Campingmöglichkeiten mit Nachtkonzert, aber nicht von Vögeln, sondern Fröschen. Die ersten paar Meter sind recht steinig bei niedrigem Wasserstand, bis man den eigentlichen Eingang in die Schlucht erreicht hat. Es ist empfehlenswert, den Wasserstand und eventuelle Holzhindernisse in Plaka zu erfragen. Die weiße Schlucht beginnt mit einem Fall, der vom Boot aus nicht einsehbar ist. Aber wenn man weiß, dass kein Holz drin ist, sollte das kein Problem sein. Anscheinend gibt es auch eine Aussichtsplattform am rechten Klippenrand, so dass man diese Stelle vorgängig begutachten kann. Einmal im Canyon umgeben einem die wunderbaren Farben von weißem Fels, blaugrünem Wasser und grüner Vegetation auf engem Raum. In der griechischen Mythologie müssen die Seelen der Toten den Acheron, den Fluss der Unterwelt, in einem Boot des Fährmanns Charon überqueren, um ins Schattenreich des Hades zu gelangen. Die nächsten 7 Kilometer halten erstklassiges Wildwasser der Schwierigkeiten 3 bis 4 bereit. Zwischen den verschiedenen Fällen und Katarakten gibt es immer wieder ruhige Passagen. Bei unserem minimalen Wasserstand war es manchmal eine Herausforderung, den Steinkontakt zu minimieren. Die Kernstelle beginnt mit einem im Fluss eingebetteten steinernen Dreizack, durch den man in den Abschnitt einfährt. Sie hält eine breite Palette an verschiedenen Herausforderungen bereit. Angefangen von strategisch ungünstig platzierten Steinen, über den falschen Paddelschlüssel im Schlüsselloch, einen netten trockenen Parkplatz zum Parallelparkieren oder auch nur Erschöpfung von all dem Spaß bisher. Während wir all diese Missgeschicke an uns vorbeiziehen lassen, möchte ich euch etwas über die Gründe erzählen, warum wir immer wieder nach Griechenland kommen, nicht nur wegen dem Wildwasser. Die Sachen, die mir am deutlichsten in Erinnerung bleiben, sind nicht mit dem Paddeln verknüpft. Hier ein Straßenabschnitt, dort ein Geruch, das Bild von einem vollbeladenen Tisch. Das Essen ist definitiv ein anderer Faktor. Platten voll mit Lammkoteletts, griechischer Salat oder einfach, was es gerade in der Küche hat. Und natürlich darf man den griechischen Kaffee und Ouzo nicht vergessen. Die Küche beim Paddeln ist sehr unterschiedlich zu dem, was man von einem normalen griechischen Badeferien kennt. Adrenalin-gefüllten Abschnitt beruhigt sich der Bach für die nächsten paar Kilometer. Nachdem sich der Fluss nach links wendet mit einer Kiesbank in der Außenkurve, ist es Zeit erneut aufzupassen. Von rechts mündet ein Bach aus dem Sully Canyon ein und daneben steht auch die Ruine einer alten Mühle. Das markiert den Ort, an dem man den folgenden Siphon links umträgt. Die nachfolgende Strecke hält zahlreiche Quellen direkt aus der Felswand bereit, welche den Wasserstand erheblich anschwellen lassen können. Bis zum Ausstieg in Gliki sind es jedoch nur noch einige hundert Kilometer. Ich hoffe, euch hat dieses Video wie auch der gesamte Führer gefallen. Wenn das so ist, hinterlasst mir doch einen Like. Wenn ihr mehr kommentierte Führung sehen wollt, lasst es mich in den Kommentaren wissen.
Fürs Erste heißt es nun jedoch bis bald.